Moin Leute und herzlich willkommen zum Supermarkt-Simulator oder auch Sums. Du kannst keine Milch finden. Oh nee, und ich habe nicht mal Milch da. Sekunde, ich bin gleich für euch da. Ich begrüße euch gleich richtig. Produkte, Milch. Oh, 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 oh. Jetzt wird er nervös, der Chef. Schnell ein bisschen Milch in den... So, und in dieser Folge werde ich ein neues Produktportfolio erschließen. Naja, die Leute kaufen aber auch. Es ist unglaublich. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob hier irgendwas Öl ist zur Neige. Öl haben wir aber. Gott sei Dank, welches da. Schokopie kann ich nochmal auffüllen. Und jedes Piepen bedeutet Geld in unseren Taschen. Susu. Wahnsinn. Kaffee. Ich mach mal Licht an. Nudeln. Es ist alles voll. Ich kann versuchen, noch mal eine Bestellung loszutreten heute. Tee. Das Einzige, was im Grunde noch ganz gut funktioniert, ne? Also, dann gucken wir mal schnell. Wir brauchen Müsli, Brot, Mehl, Öl, Nudeln, Puderzucker. Kaufen. So, und jetzt stelle ich das gleich mal hier hin. Denn hier soll ja demnächst unser neues Eckregal hin. So, hier stehen... Ist natürlich blöd, das will ich nicht. Milch. Es ist alles aus. Es ist alles aus. Puh, ist das ein Stress. So, Wasser und Käse. Milch, Käse, Wasser, Wasser, Kaffee. Müssen wir die Wasserflaschen suchen. Ja. Ja, Milch habe ich nachgefüllt, aber da warst du schon an der Kasse. Das ist natürlich nicht deine Schuld, das gebe ich offen zu. Der Kollege an der Kasse arbeitet einfach viel zu langsam. Die Sachen auch woanders hinbringen dann. Bisschen unkonzentriert jetzt, beziehungsweise überschnell versuche ich jetzt hier irgendwelche Sachen zu erledigen. Aber es ist, ich kann ja gar nicht so schnell auffüllen, wie die hier. Soll ich denn jetzt damit hin? Muss ich hier damit hin, ne? Was haben wir denn hier noch? Schokopäck. Okay, da hatten wir zumindest noch ein paar von. Muss ich das hier hinterpacken? Das ist schon richtig. Milch. Milch habe ich jetzt irgendwie jede Menge. Wir können ja vor die Tür was bauen. Wieso halte ich die dann frei? Hier, wir haben kein Mehl mehr. Und er kassiert und kassiert und kassiert und kassiert und kassiert. Wahnsinn. Während das Taxi über unsere Nudeln fährt. Und ich wollte das Produktportfolio erweitern. Bin ich denn wahnsinnig? So, was haben wir hier noch drin? Ah ja, sehr schön. Achso, da ist noch eins drin. Mist. Milch. Okay, Milch haben wir jede Menge. So, machen wir das mal ein bisschen ordentlicher hier. Milch. Milch, Wasser, ist noch mehr Milch. Was haben wir hier? Brot. Ein Brot fehlt. Ist natürlich auch richtig Mist. Ein Brot. So, 9 Uhr. Wir brauchen Kaffee, wir brauchen Mehl, wir brauchen Kaffee, wir brauchen Mehl, wir brauchen Susu. Ansonsten
Susu haben wir. Hä? Und noch ein Ei abverkaufen können hier. Kaffee, sehr schön. Okay. Das war ein interessanter Tag. Das reicht jetzt ganz knapp nicht. Solche Sachen ärgern mich. Poker-Joke-mäßig die Sachen dann immer quasi dann bestellen, wenn sie leer gehen. Aber ich glaube so erstmal definitiv können wir morgen früh machen, oder? Also es war ein okayer erster Tag. Ein okayer erster Tag. Na? Wir haben schon ein bisschen was geschafft, aber wir können einfach noch ein bisschen motivierter in die Woche gehen, okay? Kein Problem. Also, wir beenden den Tag. Jetzt müsste ja Gehalt hier irgendwo mitstehen, oder? Hätte ich jetzt hier irgendwie erwartet. Mehl, Müsli, Schwarztee. Okay, also. Kann hier auf 5 gehen? Mehl, Müsli, Schwarztee. Hier können wir auf 3 gehen. Mehl, Müsli. Ist das Müsli? Ah, oh, da bleibe ich mal dabei. Das ist schon okay. So, dann erweitern wir mal unser Portfolio. Wir müssen erstmal ein Eckregal kaufen. Und, oh ja. Ja, ich würde das Geld, das finde ich cool, aber ich würde es jetzt ungern schon für so einen Kram rausballern hier. So, und spätestens jetzt müssen wir rausfinden, wie wir Sachen drehen können. Drehen, Mausrad. Okay. So. Könnte ich jetzt natürlich auch hier hinstellen, ne? Finde ich auch ganz cool. Dann wäre hier ein bisschen Platz. Die stehen sich vielleicht gegenseitig ein bisschen auf die Füße, aber vielleicht auch nicht. Problem ist, jetzt komme ich komplett durcheinander, was wir noch haben und was wir nicht haben, ne? Gut, Kaffee. Also, wir müssen auf jeden Fall Mehl bestellen und Nudeln. Produkte. Mehl und Nudeln. Mehl und Nudeln. Und dann kaufen wir uns die neue Produktpalette. Da freue ich mich drauf. Mehl. Und Nudeln. So, Nudeln. Kann ich das... Ah, hier tatsächlich. Es funktioniert. Ich wusste nur nicht, wie es geht. So. Susi, das ist alles, das ist alles, das ist alles. Könnte natürlich alles doppelt machen, ne? Aber ich glaube, diese... Wie heißen die? Langläufer und Schnellläufer oder so? Das ist schon in Ordnung. Wir bräuchten echt einen zweiten Kühlschrank. Aber ich versuche das einfach erstmal so. Also, wir haben noch ein bisschen Geld und ich will noch ein bisschen progressen hier in diesem Karriere-Simulationstool. Also holen wir uns eine neue Lizenz für 400. Und gucken uns direkt mal die neuen Produkte an. Die sind jetzt hier unten. Erdnussbutter muss ins Regal. Nehmen wir. Mehl muss ins Regal. Nehmen wir. Olivenöl muss ins Regal. Nehmen wir. Spaghetti muss ins Regal. Nehmen wir. Basmati-Reis ins Regal. Und Salz ins Regal. So, einmal alles gekauft für 185. Ich freue mich drauf. Salz. So, kann ich das jetzt hier... Cool, sieht eher aus wie so ein Energy Drink. Reis. Marktpreis ist bei 2, dann machen wir 1,50. Und Reis... Ah, das ist wieder so ein Thema, ne? Reis mache ich mal hier hin. Und Reis geht für... Oh, dann geht Reis bei uns für 6. Reis, gute Marge. Gute Marge an Reis. Wer kennt's nicht? Spaghetti. Nein, liebe Italiener. Spaghetti natürlich. Und da brauchen wir direkt eine zweite Packung. Das sehe ich schon. Können wir schon mal hier reinpacken. Preis habe ich noch nicht.
Ah ja, das ist wieder so eine Geschichte hier. Dann können wir das hier nebenräumen. Also den Preis machen wir für 5. Super klasse. Auch Olivenöl, gute Marge. Und Spaghetti, auch eine super Marge. Super. Spaghetti bestellen wir uns noch einmal. Dann haben wir Reis. Da wird das genauso sein. Habe ich einfach auch schon mal unten einsortiert, nur zur Sicherheit. Also Reis nehmen wir auch nochmal mit. Reis. Tatsächlich auch mit die teuersten Produkte hier. Ne, jetzt habe ich den falschen Reis gekauft. Na gut, ist nicht so schlimm. Tun wir es hier noch mit hin. Und das Peanut Butter. Von hier hin. Preis festlegen. Machen wir für 4,50. Jetzt muss ich bitte einmal den richtigen Reis kaufen. Ach, den habe ich hier. Das sind die Spaghetti. Und dann noch einmal diesen, nicht den Basmati-Reis, sondern... Ach so, das ist Mehl. Unser Reis ist Mehl. Okay, easy. Das 550er oder was ist das? Ich habe nie verstanden. Das ist irgendwie wie der Feinheitsgrad, ne? Was sagt ihr denn? Okay? Okay erstmal, ne? Wir haben mal 156, viel ist das nicht. Ich öffne mal den Tag. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Kumpel das jetzt hier nicht schafft. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Eine neue Kasse kostet leider auch 500. Ich meine, hier wäre Platz für eine neue Kasse durch die neue Aufteilung. Gefällt mir eigentlich echt ganz gut. Vielleicht mal eine Kundenbefragung durchführen. Guten Tag. Sie sind ja der Zwillingsbruder von dem Kollegen. Wie gefällt es Ihnen denn hier? Danke. Ihre Postleitzahl. Ich brauche Ihre Postleitzahl. Ihre Postleitzahl. 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 So, kauft ihr gleich was Neues? Olivenöl auf jeden Fall. Kauft uns das halbe Olivenöl. Lass doch den anderen bitte auch was. Olivenöl und Brot ist schon gut, ne? Wenn es jetzt nicht unbedingt Toast ist. Gut. Kaffee kommt. Okay, sie braucht auf jeden Fall eine Menge Koffein. Okay, Olivenöl. Lass schon mal einbongen. Salz geht gar nicht. Da den Preis oder was vergessen? Nö, habe ich gesetzt. Aber Mehlpreis nicht. 6 bitte. Olivenöl und Kaffee. Olivenöl und Kaffee. Haben wir Kaffee noch da? Eier. Olivenöl, Kaffee, Eier. Olivenöl, Kaffee, Eier. Milch haben wir noch, Wasser, das sieht auch alles noch ganz gut aus. Jetzt ist eher da wieder das Nadelöhr. Kaffee. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das macht mit euren Paketen. Oder ob es hier vielleicht noch irgendeinen Trick gibt, den ich noch nicht verstanden habe. Was ist mit dem hier? Haben wir nur 2. Toastbrot können wir sicherlich schon mal das letzte hier reinpacken. Jawohl. So, Käse haben wir keinen mehr. Käse müssen wir auf jeden Fall welchen bestellen. Oh, da ist es doch gerade relativ entspannt. Wasser kann ich mal nachfüllen. Wie ist mit Susu? Oh. Hat sich nicht wirklich gelohnt, ne? Schokopick. Naja. Schokopick können wir auch neu bestellen. Schokopick, Schokopick. Nudeln.
Nudeln. Das Olivenöl geht gut. Alles, was recht ist. Gut, dann bestelle ich die drei Sachen erstmal hier. Henne. Haben wir noch eine ganz neue Packung, das ist gut. Schokopick. Das war dumm. Ah, das wollte ich nicht. Das müssen wir da abverkaufen lassen. Ich möchte nämlich eigentlich reichen die Flächen, um noch eine Produktpalette zu kaufen. So, Käse. Milch. So. Also da weiß ich doch jetzt, wenn ich hier so einen Einsortierer kaufe, dass ich mit dem auch unzufrieden bin, oder? Das ist doch klar, die sind doch niemals so schnell wie ich. Ist aber auch wirklich gut am Kassieren hier. Geht aber auch eine Menge weg, ne? Unglaublich. Käse müssen wir nachbestellen. Kaffee und Salz. Und Erdnussbutter. Salz, Erdnussbutter, Kaffee und Käse. Ich habe keine Ahnung, ob man das Spiel jetzt so spielt, wie ich es hier mache, aber zumindest funktioniert es. Wie spät haben wir es? Geht schon wieder auf den Abend zu, das ist gut. Käse. Können wir nicht reinmachen. Und das eine Öl machen. Jo. Einen Gang umsonst. Ihr kennt es. Peanut Butter auffüllen. Licht anmachen. Rechnungen bezahlen. Ist bezahlt. Oh ja. Olivenöl. Auch nochmal neu bestellen. Salz. Käse. Wasser müssen wir bestellen. Olivenöl und Wasser. Olivenöl und Wasser. Der Rest sieht ganz gut aus. Nudeln habe ich ja noch da. Los, schnell, dann kriegen wir es noch diesen Tag. Wasser und Olivenöl. Kaffee ist auch schon wieder so wenig. Wenn der doch nur ein bisschen schneller kassieren würde. Das jetzt im Multiplayer. Mega wäre das. Ist leer? Ja. Ich bin so froh, dass es keine Kollision gibt. So, dann können wir da bestimmt das eine eben hier mal reinstellen. Okay, Nudeln. Oh, kann einer nochmal bitte eine Nudel kaufen? Käse. Was ist 9? Ich gehe davon aus, wir... Sind die jetzt noch Schokopick? Haben wir noch Schokopicks? Ja. Und ich kann einfach einmal alles bestellen jetzt hier. Das ist ja der absolute... Wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Sekunde. Ich glaube. Passiert leider ab und zu. Die... Der Akku von meiner Funktastatur ist leer. Ist immer erstmal ein Riesenschreck. Brot brauchen wir auf jeden Fall auch. Eier. Ist die eine Nudel weg. Erdnussbutter. Und noch. Salz. Klasse. Das ging sich aus. Olivenöl ging dann auf einmal doch nicht mehr. So dolle.
Wassermilch, ja, wir brauchen auf jeden Fall. Also wir brauchen Susu, wir brauchen Basmati. Basmati und Susu. Geschnitten Brot habe ich schon gesehen, brauchen wir auch. Eier brauchen wir. Basmati-Reis, wo habe ich denn den nochmal gefunden? Hier unten. Der Rest sieht eigentlich gut aus. Einmal Spaghetti noch. Ja, der Rest ist okay. Käse? Eier schon? Nee. Käse zweimal, Eier zweimal. Was ist das? Mehl. Wenn es eigentlich zwei Sorten Mehl? Nee, nur einmal, ne? Doch, zwei Sorten Mehl. Muss ich auch nochmal nehmen. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Ja, wir haben jetzt, ich glaube, einen Haufen Artikel. Ich glaube, es müssten jetzt 18 Artikel sein, die wir führen. Wir sind Supermarkt Level 11. Ich werde jetzt eine kleine Aufnahmepause machen und bin mal gespannt, wie die Folgen so bei euch ankommen. Ich persönlich muss sagen, es hat mich deutlich mehr gefesselt, als ich es für möglich gehalten hatte. Und deswegen sind jetzt hier auch ein paar mehr Folgen am Stück entstanden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir beenden den Tag noch, klar. Hier. Null. Alles perfekt. Und wir haben ein bisschen Minusprofit gemacht sozusagen, weil wir für sehr, sehr viel erweitert haben. Trotzdem, wir haben genug Geld auf der hohen Kante und die Lager oder die Regale sind auf jeden Fall voll. Und wir können einfach mal dann in den nächsten Tag starten. Ganz kurz noch Mehl, Milch und Basmati-Reis anpassen. Das weiß ich sonst beim nächsten Mal nicht mehr. Mehl, Milch und Basmati-Reis. Welches Mehl? Das hier. Ja, das können wir nur noch für zwei verkaufen. Und Milch geht jetzt für zwei. Bleibe ich bei 1,50, oder? Brauchen wir uns zwei zu? Brauchen wir uns zu, ne? Okay, also, so viel dazu. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Danke. Tschüss.